550, 555. Aber der hat sich beruhigt. Lass dir Zeit, in aller Ruhe. Lange warten, nachdem der Radlader uns den Weg freigeschaufelt hat, sind wir jetzt da angekommen. Von unserem Standpunkt aus sind die Böcke unter uns. Wir werden die von oben angehen, sind ungefähr 500 Meter unter uns. Und jetzt bereiten wir uns vor. Da kommen noch mal zwei Jungs, die uns dann da begleiten werden. Können wir das, Chris? Bereit ist? Komm, Chris, sag mal was. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ja. Also wir haben sie auf 950 Meter gesehen, von unten aus dem Tal. Das sind die Böcke, die wir auch gestern gesehen haben. Genau. Da ist ein starker, sehr starker Bock mit dabei. Ja. Und aber leider war kein Rankommen. Ihr habt ja selbst gesehen, wie hoch der Schnee jetzt ist. Und jetzt mit allen Mühen und wirklich super Organisation, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja nicht so einfach, hier das auf dem Land einen Radlader ranzukriegen, alles andere. Ist es jetzt geschafft und jetzt hoffen wir, dass sie noch an der Position sind und dass wir rankommen. Ja, ich habe schon viele, viele Jahre den Traum gehabt, einen Betuar-Steinbock in der Türkei zu schießen. Und vor circa 16, 18 Jahren habe ich Muharrem kennengelernt, der bei mir in der Nähe in Hamburg wohnt. Wir kennen uns ganz lange. Ich habe ihn früher mal Schweine und Wildschweine und sowas nachgesucht in meinem Beruf als hauptberuflicher Nachsuchenführer und Berufsjäger. Und somit kennt man sich natürlich schon lange. Und ich habe ihn damals mal darauf angesprochen. Da war aber das alles noch ein bisschen schwierig. Mittlerweile hat er hier eine Firma gegründet in der Türkei. Und es ist eine der erfolgreichsten Betuar-Jagdfirmen, die es gibt. Und Muharrem, ich freue mich riesig, bei dir zu sein. Tolles Wetter, du hast nicht zu viel versprochen, die Landschaft ist ein Traum. Und ja, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und jetzt freue ich mich auf deine Ausführung vom Revier etc. Denn es ist immer schön, einen Fachmann zu haben, der sich in der Gegend hier genau auskennt. So. Also ich bin ja gebürtiger Türke, lebe schon viele Jahre in Deutschland und wie Chris schon gesagt hat, ich jage in Deutschland auch seit 16 Jahren. Wir kennen uns aus Schleswig-Holstein, ich habe selber auch Revier. Wie Chris gesagt hat, bei den Nachsuchungen haben wir uns dann kennengelernt. Und das hatte sich ja in den letzten 15, 16 Jahren nicht ergeben, aber ich bin ein leidenschaftlicher Jäger. Und irgendwann habe ich mir gesagt, da musste man auch mal in Türkei jagen. Und seit 10, 12 Jahren jage ich auch in Türkei. Seit 3 Jahren haben wir die Firma gegründet. Und das ist dann eben so zustande gekommen, dass ich dann Chris eingeladen habe. Das ist eine Revier Nordost-Türkei. Also Ankunft ist immer Erzurum und von Erzurum aus İzmir. Das sind 120 Kilometer. Thank you.
Also, das Gebirge heißt hier Kaçkargebirge. Kaçkargebirge. Kaçkar. Die höchste ist hier auf 4000 Meter und wir sind jetzt ungefähr auf 2000 Meter höher. Und so heißt auch unsere Firma. Also auf 4000 Meter ist ja kein Leben mehr, das ist ja nur noch Schnee. Und man findet hier auch Ende August noch Schnee. Also dieser Schnee schmilzt nicht komplett. Wir jagen so ungefähr auf 2000, 2500 Meter Höhe. Und deswegen ist das natürlich immer schwierig, immer von der Straße aus das Wild zu sehen. Aber meistens machen wir das dann auch so, dass wir dann erstmal die finden und dann werden Teleskope aufgestellt, Alter festgestellt und dann machen wir einen Plan. Wir haben mehrere Jagdführer. Wir haben einmal den Abdullah, der schon seit 25 Jahren Jagdführung macht, auch für viele europäische Firmen und auch amerikanische Firmen. Dann haben wir den Schein, der macht das dann seit 15 Jahren und der kennt sich, der ist auch hier geboren, hier aufgewachsen, der kennt sich auch natürlich hier super aus. Wir hatten über Nacht viel, viel Schnee, teilweise hier oben im Gebirge 2 Meter, 3 Meter Schneefall. Das macht es natürlich nicht so einfach. Die Steinböcke haben wir hier abgeglast, sind jetzt an den Rinnen, wo es natürlich keinen Schnee gibt. Dort müssen wir natürlich rankommen. Das heißt, körperliche Fitness ist schon ein bisschen eine Grundvoraussetzung. Und ja, ich freue mich auf alles, was kommt. Sind, da ist so eine grüne Büschung und hinter den grünen Büschung sind 2 weibliche und rechts davon ist der große. Ja, die weiblichen sehe ich jetzt. Ja, und den Bock, guck mal, der geht jetzt langsam den Schlucht runter, rechts. Ja, warte. Ja, jetzt kannst du ihn den nicht mehr sehen, jetzt ist er unten. Gut. Rechts davon ist noch eine große, der hat die Schläuche oben zusammen, den nicht. Gut, okay. Warte, den kannst du jetzt nicht sehen. Da sind jetzt 2 weibliche, die gehen jetzt auch den Schlucht runter. Gut. Ja, jetzt kann ich die auch nicht mehr sehen. Warte, ich komme vor, Bleib so, nicht bewegen. Ich muss meine Position wechseln. Ich kann von hier nicht mehr so sehen. Warte, bleib dran. Ich bin dran. Danke. Guck mal, die weiblichen sind jetzt drüben. Ja. Das sind 325 Meter. Was? Gut, habe ich. 325? Ja, habe ich. Guck mal, die beiden sind so jetzt rausgekommen. Ja, ich sehe sie. Da ist jetzt, guck mal, da ist noch mal so eine kleine Dreijährige raus. Ja. Die nach links zieht? Die nach links zieht, Gut, okay. Die ziehen ja alle nach links. Guck mal, jetzt muss der auch die große höchstwahrscheinlich da auch rauskommen. Ja, ich bin drauf. Immer noch 320. Ja. Guck mal, ich kann die Schläuche sehen. Ja. Jetzt kommt der große. Ja. Noch nicht schießen. Noch. Jetzt zieht er rüber. Ja. Mit dem Kopf nach links. Ja. Siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn. Er ist gerade. Ja, genau. Ja. Lass dir Zeit. Ja. Jetzt zieht der noch mal einen Schritt, genau. Ja. Kann ich schießen? Wenn du drauf bist, kannst du schießen. Der steht gut. Hey, Mädel, was gibt dir? Rüber weg. Jetzt geht er nach oben. Warte. Jetzt laufen wir nach rechts. Ja, ich sehe. Nach rechts. Ja. Nach rechts.
Wie weit? Nein, warte, die sind noch in Bewegung. Ja, aber wir sind noch mal unterwegs zwischendurch. Guck mal, jetzt haben wir 370, 400, 400. Hast du repetiert? Ja. Ist alles gut, ich bin dran. Ich sehe sie ziehen. Ich kann den Bock gerade nicht sehen, wo ist er? Bleib dran, die sind jetzt nur in so einer kleinen Schlucht drin. Ja. Guck mal, die weiblichen sind längst nach oben. Ja, ja. Der große muss da unten irgendwo sein. Wie weit? Ich kann den auch nicht mehr sehen. Gut. Bleib dran. Der ist unten geblieben. Gut. Guck mal, jetzt kommt er raus. Ja. Hast du ihn drin? Ja, ich sehe ihn. Wie weit? Nein, noch nicht. Warte. Der zieht noch ran nach rechts. Ja. Der geht in den nächsten Graben rein. Okay. Warte, ich mess nochmal. Oh Gott, 500, scheiße. 500. Oh, der zieht noch weiter. 500. 515. So. Lass dir Zeit, der hat sich beruhigt. Chris, das letzte Schuss, da kannst du nicht mehr. 550, 555. Aber der hat sich beruhigt. Lass dir Zeit, in aller Ruhe. Guck mal, der steht jetzt. Der steht mit Kopf nach rechts. Die weiblichen sind weg. Du hast ihn! Gott, hey. Was sagst du? Ja, German Hunter! Gott. Scheiße! Weidmannsheil! Jungs, perfekt! Weidmannsheil! Perfekt, Hunting-Trip! Danke an das ganze Team! Wer sagt, dass du nicht auf 500 Meter schießen kannst? Ja. Aber erster Schuss hast du nur 5 cm drüber weg. Ja. 5 cm ja. Über den. Halt mal wissen, ich will mal einmal gucken. Kann man ihn sehen von hier aus? Nein, der ist links runter. Okay. Da ist nochmal ein Graben. Den Kram sehe ich, ja. Der ist aber nach hinten gefallen, ich hab's gesehen. Gut. Nach meiner Erfahrung, ich habe ja so ein bisschen Erfahrung. Ja. Der hat über 100, ja. Ist schon mal sicher. Ja. Und auch ein starker Bock. Ja. Der war ganz gut. Und was denkt ihr vom Alter? Der muss mindestens 9 sein, ne? Schein. Katja Schnuder. Doppelschiff. Und? Ja. Also wir haben den ja nochmal mit Teleskop bestätigt. Ja. Und 9 könnten wir fest, also ja. 100%. Ja. Wenn nicht sogar mehr. Also vielleicht ich denke mal 9, 10. Dazwischen. Perfekt. Und die Jungs haben ja auch Erfahrung. Die haben auch gesagt 100, 110. Mal gucken, was dabei rauskommt. Irgendwann wird alles Erinnerung sein. Aber die Berge und Schlucht, Lawinen und die unglaubliche Kälte der ostanatolischen Berge werde ich nie vergessen. Muharrem und sein Team haben es geschafft, mich an einen 10-jährigen Steinbock mit einer Schlauchlänge von 116 cm heranzubringen.